Boah, das ist gerade ein bisschen frustrierend, diese komische Sprungpassage. Mann! Das kann nicht so schwer sein. Wenigstens ist der Feind weg. Zumindest das. Da war ich jetzt so nah am Rand. Das war jetzt meine eigene Schuld. Zack. Und wisst ihr was? Ich werde das schneiden. Ich werde das einfach mal schneiden. Weil das wäre gerade sonst zu langweilig. Das ist doch gerade. Das kann nicht sein. Ich mühe mich hier dermaßen ab für so einen kleinen verdammten Sprung. Und das kann es gerade echt nicht sein. Boah, Heidewitzka. Mann, 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 Mann. So, komm. Jetzt kriegen wir da eigentlich meinen. So, am besten wir warten einfach, bis wir stillstehen. Dann kann es nämlich möglichst wenig passieren. So, zack. Du gehst mal weg. Mann. Eine Fledermaus. Ich muss noch irgendwo was sein. Ein Rubbelschleim. Ach, der bringt bloß Öl. Oh, Moment, ich habe gerade was gesehen. Wir müssen gar nicht die Treppe benutzen. Wir können es doch ganz einfach da oben mit dem Greifhaken nach oben ziehen. Na, ja, aber ich werde es trotzdem rausschneiden. Es ist einfach zu viel unnötiges Gelatsche. Deswegen werde ich es rausschneiden. So, okay. Back to the game. Wir müssen da hoch. Na, komm schon. Na, es reicht nicht vom Abstand. Ich hätte sonst gesagt, gut, das ist weit genug, aber es reicht nicht. Aber so reicht es theoretisch. Das heißt, es gilt auch hier für
Plattform dort. Mann, warum krieg ich denn das nicht hin? Was soll denn die Scheiße? Ich krieg diesen einfachen Sprung einfach nicht hin. Das ist doch nicht mehr normal. So, zack. Ach, das machen wir ganz einfach. Endlich. Und komm. Endlich geschafft. So, wofür das Ganze? Für ein Herzteil war das Ganze. Und dafür habe ich mich gerade abgemüht. Jetzt verstehe ich. Das war viel zu komplex für den Schlüssel. Oh Mann. Hier scheint das versteckt zu sein. Rubies. Können wir nichts mit anfangen. Dann ist hier noch was versteckt. So, was haben wir hier drin? Noch mehr Rubine. Ist zwar schön, aber bringt jetzt nicht wirklich was, da wir einen Schlüssel suchen. Da war das ganze Theater für ein Herzteil. Naja, komm, egal. Jetzt haben wir es geschafft, jetzt sind wir zufrieden. Er singt schön beim Kochen, das ist nice. Hier kann ich jetzt hoch in die zweite Etage abkürzen und hier muss doch irgendwo noch was sein. Ach, richtig, jetzt entsinne ich mich, da war ja noch was hier. Das war ja noch. Tja, der muss jetzt irgendwie... Darauf der Block. Ich habe auch gerade eventuell einen Verdacht, wie das geht. Und zwar zack. Und diesen Block. Obwohl, nee. Ich glaube, jetzt habe ich gerade Fehler gemacht, oder? Ja. Vom Gedanken her war schon richtig, aber ich hab's, glaube ich, gerade falsch eingesetzt. Okay, probieren geht über studieren. Und genau das machen wir jetzt auch.
Ja, ich weiß, die Tür ist jetzt ebenfalls offen. Obwohl das was bringt, ich glaube eher nicht. Na egal, man kann es ja mal versuchen. Der Mittelschalter. Wie kriegen wir den jetzt aktiviert? Das ist jetzt die große Frage. Wie kriegen wir den aktiviert? So, Leute, ich habe es nach Stunden endlich, nach Minuten endlich geschafft, das richtige Muster rauszufinden. Boah, ich hasse solche Schieberätsel. Damit komme ich, wie gesagt, überhaupt nicht klar. Das musste ich wieder natürlich jetzt rausschneiden, was ihr gesehen habt, weil es war einfach viel zu viel unnötige Zeitverschwendung. Deswegen, ja, werde ich es rausschneiden, weil das ist einfach nur Zeitverschwendung. So, aber umso besser. Jetzt geht's weiter im Dungeon. Und wir betreten, glaube ich, ein neues Areal, oder? Ja, hier oben waren wir noch gar nicht. Wow, werde schon gleich angegriffen, wenn ich hier oben bin.
Heidewitzka, ihr habt's ja ganz schön eilig. Weiß ich schon, wo ich lang muss. Genau, nämlich hier auf den Mauern. Okay, ich bringe mir erstmal in Sicherheit und werde erstmal lieber einen Typen hier erledigen. Und dann dich hier, ja, ins Gesicht. Saubere Arbeit. So, muss ich jetzt lang. Da hinten wäre was. Hier unter mir, den Raum kenne ich schon. Ah, ich sehe es. Greifhaken, lass mich jetzt nicht im Stich. Danke. So, wo sind wir jetzt gelandet? Erstmal hier natürlich das Eis wegmachen, stört nur. Ich glaube, damit schaffen wir doch gleich eine Abkürzung. Okay, ich sehe, was sie wollen. Einmal den Morgenstern, bitte. Dann muss ich wieder mal, weil es so schön war, springen. Und so, was haben wir jetzt hier drin? Hoffentlich was Nützliches. Ja, ein Schlüssel. Sauber. Was hier in den Fässern? Keine Energie. Nein. Einmal nur zersplittertes Holz. So, und dank des Schlüssels können wir jetzt die Tür da hinten aufschließen, die vorher eins verschlossen war. War denn die nochmal? Ich glaube, die war hier hinten irgendwo. Genau. Die war in dem Raum. Jetzt erinnere ich mich. Ihr seid auch wieder da. Ich muss aber nicht unbedingt gegen euch kämpfen. Okay, jetzt muss ich es, glaube ich, doch. Zack. Ich sehe da gerade was oben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht was Nützliches sein könnte. Ach, es ist bloß ein Fenster. Schade, ich dachte, ich hätte gerade was Nützliches gesehen, wie zum Beispiel ein Item oder ein Herzteil. Naja, dann weiter geht's. Okay, zwei von euch Riesenviechern. Aber kein Problem. So, fress beim Morgenstern. Was? Und was? So, und das gleiche bei dir, wollte ich gerade schon sagen. Ah, verdammt. Friss das. Ich lass mich auch ständig treffen von diesen Viechern. Irgendwie hab ich's absolut nicht mit Eisleveln. Absolut gar nicht. Okay. Ja, verstehe. Hier müssen die Kugeln hin.
Moment mal, ich glaube, die Kugeln waren jetzt da unten drunter, oder? Ach du Scheiße, jetzt sag mir nicht, dass... Ach du Scheiße, sind die jetzt weg? Oh oh, sagt mir nicht, dass jetzt die Kugeln da drunter sind. Ach stimmt, die waren ja... Ach du Scheiße! Und hier ist auch keiner mehr drin. Nee, da ist keiner mehr drin. Oh Gott sei Dank, die Kugeln sind da unten. Boah, ich dachte schon, die Kugeln sind jetzt endgültig weg. Boah, dann wäre ich... Dann hätte ich ja einen Rappel bekommen, ne? Wenn jetzt die Kugeln weg gewesen wären. Heidewitzka. Ich dachte schon, ich muss jetzt neu starten und nochmal den ganzen Level von vorn machen, weil ich bisher noch nicht gespeichert habe. Uiuiuiui, das wäre es ja echt gewesen. Das wäre es ja echt gewesen.